Wir schauen jetzt auf die Showbühne, allerdings nur auf die virtuelle. Denn zum Leidwesen vieler, auch der große Eurovision Song Contest musste in diesem Jahr abgesagt werden. Aber der kleine Song Contest geht seit heute auf ORF1 über die Bühne. Andi Knoll präsentiert bis Samstag in 3 Shows alle 41 Kandidaten, die dieses Jahr angetreten wären. Und in jeder Sendung krönt dann eine Fachjury einen Tagessieger. Und dieser Song hat heute das Rennen gemacht. Die Windmaschine hat er vorsorglich schon in seinem Videoclip eingebaut. Der Isländer Daddy konnte den heutigen Tagessieg holen. 75 Punkte gab es von der Fachjury für sein Lied Think About Things. Er wird damit am Samstag um den Gesamtsieg singen. Don't take it personally. Mit musikalisch anspruchsvollen Beiträgen landen die Niederlande und Bulgarien ex aequo auf dem 2. Rang. Weit abgeschlagen auf dem letzten Platz findet sich das Duo Wahl aus Weißrussland. Der Song, der den kleinen Song Contest gewinnt, hätte vielleicht auch den großen gewonnen. Ich glaube, da gibt es jetzt nicht ganz viel Unterschied. Am Donnerstag geht es weiter und am Samstag wird dann auch der österreichische Kandidat Vincent Bueno um die Gunst der Jury singen.